Was für ein regnerischer Tag hier im London des viktorianischen Zeitalters, liebe Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Hey, ich habe einen Helix-Glitch gefunden, Mann. Gemeinschaftsglitches wurde irgendwas, bla bla bla. Keine Ahnung. Was für die Entdeckung eines Gemeinschaftsglitches haben sie 10 Helix-Credits erhalten. Geil. Kann mir mal einer sagen, was zum Teufel man mit Helix-Credits machen kann? Keine Ahnung. Naja, habe ich euch schon herzlich willkommen geheißen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Syndicate. Wir sind wieder da und wir sind auf dem Weg zu Karl Marx. Ja, und den jungen Mann werden wir jetzt gleich mal besuchen. Und der wartet hier am Bishop's Gate auf uns, beziehungsweise am Bahnhof hier in Whitechapel. Und ich bin sehr gespannt. Ich finde das einfach so geil, ne, mit den Zügen und so. Ich feiere das immer noch hart. Naja, ich werde es auch immer wieder feiern. So, da haben wir. Sie machen mir keine Angst. Ich verlange gehört zu werden. Da haben wir Karl Marx. Eine Karl Marx-Erinnerung, Katz und Maus. Helfen Sie Karl Marx dabei, die Londoner Polizei zu umgehen. Ach du liebe Zeit. Naja, mal gucken. Mal gucken. Hören Sie zu. Ich wurde beauftragt, Ihre Kundgebungen zu verhindern. Nein, Sie müssen mich anhören. Die Bewohner dieser Stadt brauchen dringend Ihre Hilfe. Ah, Sie sind Jacob Fry, oder nicht? Und Miss Fry? Sie haben uns etwas voraus, Karl Marx, genau wie Sie bin ich eine Art Aktivist. Sie sehen aus, als würden Sie etwas von uns wollen. Jawohl. Sie haben zuletzt mehr für Londons Bürger getan als jede andere Unternehmung in den letzten 10 Jahren. Aber diese Bürger waren bereits relativ gut versorgt. Ich fordere Sie heraus, denen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen, der Arbeiterklasse. Interessante Herausforderung. Wir akzeptieren. Sollten wir bei solchen Dingen nicht wenigstens mal reden? Was soll's? Wir akzeptieren. Ja, so ein bisschen Robin Hood-mäßig scheinbar. Ich organisiere ein diskretes Treffen mit gleichgesinnten Freunden, um über Gewerkschaften zu sprechen. Leider hat die Polizei von meinem Vorhaben erfahren. Sie folgt mir wie die Fliege den Exkrementen. Wie dem auch sei, ich brauche Hilfe, um zu dem Treffen zu gelangen, ohne dass die Polizei uns dazwischen kommt. Los, los! Okay. Spione mit hängenden Fässern töten, alles klar. Sehen Sie, das ist einer Ihrer verdammten Spione. Okay, das wird natürlich nicht ganz so einfach. Vor allem, oh, warte mal. Alles gut. Was denn? Okay. Das ist natürlich nicht so geil, jetzt so viel Aufmerksamkeit. Alter! Ha! Okay, warte. Bombe. Und weg. So. Ich soll ein bisschen aus dem Gebiet entfliehen hier. Ah! Du alte Pissbirne. Weiß halt so. Ja, egal, ey. Sehr gut, wir konnten ein bisschen flüchten. Da vorne kommt einer. Hä? Ist der gestorben oder was ist mit dem passiert? Ah, was? Jetzt muss ich auch noch einen Kopf töten, Mann. Naja, ist ja nicht mein Problem, ne? Nein! Boah. Zack. Und jetzt aber weg. Weg hier. Alter, die Cops, die können echt gut klettern hier. Gib mir den, ne? So. Jetzt aber, Freunde. Jetzt sind wir ein bisschen außer Reichweite. Wir hängen uns mal hier hin. So, jetzt sind wir endlich wieder safe. Einigermaßen zumindest. Und lass uns mal fallen.
Nein, nicht loslassen. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Okay. Ach, der ist schon durch da hinten. Ach so. Ja. Das ist ja schön. Wir haben zwar noch nicht alle Spione getötet, aber ist okay. Ach, der ist aber noch nicht weitergegangen, alles klar. Okay, das können wir auf jeden Fall besser, liebe Freunde. Als wie wir es jetzt gerade gemacht haben. So. Oh, oh, Achtung. Sehr gut. Okay, Karl Marx rein schon mal voran. Ja, wir sollten uns auch besser verpieseln. Weil die Cops, die haben, glaube ich, gerade die Leichen entdeckt. Heute Sonnenuntergang am üblichen Ort. Ich bin da. Wissen Sie, ich hatte ähnliche Probleme mit der Polizei in Paris. Gut, Paris und Brüssel. Und vielleicht auch in Köln. Unser nächster Verbündeter erwartet uns in einem Pub in der Nähe. Gehen wir. Zweifellos hat die Polizei schon ihre Spitze vor Ort. Ich warte hier, bis die Luft rein ist. Ja, das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Max, Freunde, können wir uns nämlich ganz drauf konzentrieren. Spione zu eliminieren. Ich gehe hier oben lang. Also ist mir mit den Cops da irgendwie ein bisschen zu heikel. Die sind mir zu aggro. Und ich möchte ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal einen offenen Kampf mit den Cops haben. Ich glaube, die sind ein bisschen aggressiver drauf als die... die Gangs, die wir gerade da immer so besiegen. Also die wir da, gegen die wir da immer kämpfen. Da sind die Bullen schon ein bisschen härter drauf. Vielleicht nicht so geil. So, da unten ist das Pub, wo wir hin müssen. Beziehungsweise wo wir die nächsten mit den Herrschaften töten müssen. Die Spione. Oh, Alter, diese Häuser sind so scheiße zum Beklettern, ne? So, wen haben wir denn hier Schönes? Da haben wir schon mal einen Spion. Ach, das ist nur einer, okay. Ah, der steht aber mitten in den Cops, ne? Das ist euch auch klar, hoffe ich. Wir müssen den in dem Pub töten, Alter. Ach du Scheiße. Uiuiui. Wie soll das denn gehen? Oh oh. Hi. Oder vielleicht wenn wir den so ein bisschen rauslocken? Dass er vielleicht alleine rauskommt? Nee, ich glaube nicht, ne? Fuck. Plan ist nicht aufgegangen. Sie sind da hoch. Was? Was ist der Unterschied zwischen einem Hund und einem Misthaufen? Es gibt keinen. Wie könnten wir den jetzt töten? Das ist die Frage. Vielleicht mit einer Bombe. Pass auf. Zack. Okay. Der übliche Ort. In einer Stunde. Ich komme, Mr. Marx. Es gibt ein Beamter der städtischen Polizeikräfte nichts Besseres zu tun. Und genau das mache ich jetzt. Okay, hier ist gerade ein Mord in dem Pub passiert. Zwei Morde und einer wurde niedergeschlagen. Ich glaube, unsere Arbeit hier ist getan. Die sind nicht tot. Kommen Sie, verschwinden wir und gehen zu dem Treffen. Ich weiß Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Nur wenn sich die Arbeiter frei und in voller Stärke zusammentun, können wir die Reformen durchsetzen, die wir mit Sicherheit verdient haben. Darf ich Sie bitten, bis zum Abschluss des Treffens in der Nähe zu bleiben? Ich fürchte, es könnte zu Problemen kommen. Klar, Karl, wir folgen dir. Help someone! Also Karl mag es, wenn man ihm hilft. Oder was? Was ist hier denn los, ey? So. Und jetzt zu meiner Bezahlung. Du kriegst deine 30 Silberlinge, keine Sorge. Es scheint, die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Könnten Sie den Gentleman zurückholen? Ich will ihm ins Gesicht sehen und fragen, warum er uns in den Rücken fällt. Klar, kein Ding.
Dafür brauchen wir eine Bombe wahrscheinlich, ne? Spitz, du machst einen großen Fehler. Komm mal mit, mein Freund, komm mal mit. Wir laufen jetzt einmal im Kreis hier. Ich glaube nicht, dass wir einen großen Fehler begehen. Bleib gefälligst hier. Aber ich würde es tun. Oh, wo sollen wir denn jetzt hinbringen? 100 Meter? Soll ich das jetzt laufen, Alter? Naja. Bleib hier. Ruhig zu bleiben. I don't know. I'm taking this guy with me. And I'm gonna teach him a lesson. Ich hab dir. Hör auf zu zappeln. Das ist Marksmanns Pistole. Lass dich von ihm ab! So, mein Freund da vorne. Bleib mal schön hier. Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Na, ich glaube nicht. Nicht ein Wort. Ich glaube nicht, dass wir einen großen Fehler machen. Oh, Gott sei Dank ist er nicht weggerannt. Hi. Jetzt rennt er natürlich weg, ne? Das Gute ist, er rennt in die richtige Richtung. Ah, bleib doch stehen! Alter. Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Ne, ich glaube nicht. Richtig gute Freunde, oder? Mein Gott. So, Gott sei Dank haben wir jetzt abgeliefert hier. Pam. Simon, mein Freund. Was bringt dich dazu, so etwas zu tun? Hat sich die Partei nicht um dich gekümmert? Der Leiter der Mühle sagt, jeder, der in die Gewerkschaft geht, hat am nächsten Tag keine Arbeit mehr. Wie lange wird die Partei meine Familie denn durchfüttern? Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir verloren. Du brichst mir das Herz, Simon. Bitte, geh. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, Sie unterstützen unseren Kampf weiter, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Klar. Wir tun doch immer unser Bestes. Oder nicht? Ja, das haben wir leider nicht geschafft. Das Spion mit dem Frack. Ach so, ja, das hätten wir machen können. Scheiße. Naja, egal. Hier liegt wieder ein gepresstes Blumenbuch. Oder so. Was ist das da hinten? Diesem komischen Fotosymbol? Was ist denn das hier? Ach so, eine Spieluhr. Oh yeah. Geiler Shiat, Alter. So. Okay, das war also die Mission mit Karl Marx. Was ist denn das hier? Ein Community-Event, okay. Wo war denn der normale Fight Club eigentlich? Weiß ich schon gar nicht mehr. War der hier irgendwo? Wollen wir das einfach mal probieren, so ein Community-Event? Ich weiß ja nicht. Da kriegt man jetzt nicht so viel und hier? Vorhin ist Level 2. Das sieht doch ganz geil aus eigentlich. Können wir da auf die Schnelle hinkommen? Ja, hier können wir hin. Komm, wir machen einfach mal so ein Community-Event, so ein Fight Club. Ich wollte ja eh nochmal einen Fight Club eigentlich. Wenn wir das vielleicht mit so einem Community-Event verbinden könnten, wo wir dann halt einfach nochmal richtig dick XP absahnen können. Können wir das ja mal einfach probieren. Ich weiß jetzt nicht, Community-Event, habe ich keine Ahnung. Was das bedeutet, was das heißt, was da genau anders ist wie bei normalen. Der Templer-Großmeister Jacques de Molay wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wofür sich der Orden... Und so weiter. Helfen Sie Sympathisanten, um ihre Loyalität zu steigern und wertvolle Belohnungen zu verdienen. Yeah. Alright. So. Okay. Wir düsen mal fix rüber zum Kampfclub-Event oder Fight-Club-Event von Le Community. Krass, das sind trotzdem noch 300 Meter. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie groß die London hier haben.
Also wie groß London hier tatsächlich ist. Richtig übel. Hi. Burnett Boyd Light. Light, was? Ja, mach ich doch schon, mein Gott. Ja, wir haben schon gemacht hier. Gar kein Problem für mich. Kann man hier auch Kinder rammen? Warte mal. Geht das? Nein, nein, will ich doch gar nicht. Wobei. Naja. Wollen wir die Kutsche schon mal haben? Dann können wir die letzten 100 Meter auch noch fahren hier. Ja, ja. So, und jetzt auf in die Freiheit. Tschüss. Okay. So, hier ist das Event. Packer and Son. Und hier ist der Typ, mit dem wir das Event machen. Ein Community-Event. Kämpfen und gewinnen sie im hiesigen Preiskampf. Das gibt, boah, sau viel XP. Beziehungsweise sau viel Monitos. Wie gesagt, da wir es noch nie gemacht haben, wir probieren es einfach mal. Sie sind da. Wunderbar. Dann springen Sie mal in den Ring. Der Wettkampf geht gleich los. Okay. Auf in den Ring klopft und dann geht er ab hier. Oh yeah. Oh, guck mal. Jacob, Alter. Nix da. Oh, der ist aber ganz schön. Ja, ganz schön hart. Wobei geht eigentlich, ne? So. Na komm, Ulf! Hast dein Bruder mitgebracht, ne? Mann! Halt die Klappe! Raps! Die Prüfer werden es bereuen, sich mit ihnen angelegt zu haben. Sehr nice. Aktueller Gewinn. Weiterkämpfen. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh, da. Bist du, Alter? Das sind aber keine... Was sagen, das sind aber keine Community-Mitglieder, oder? Nein. Ah, was willst du aus mir rausprügeln? Die Scheiße? Ist das so ein Fetisch von dir, oder was? Alter, du bist ein bisschen krass drauf. So. Bam. Du bist schon die ganze Zeit auf die Schnauze, weiß ich von dir, hm? Hab mir deine Mami erzählt. Mann. Und wir hätten mit Jacob Fry mal WWE 2K16 anfangen müssen, Mann. Ich laufe mich gerade erst warm. Guck mal, wie ich mich erst warm laufe. Guck mal. Ja, Mann, ihr kriegt mich sowieso nicht. Aua. Okay, das war gemein. Ey, 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 Alter! Kann ich Medizin nehmen? Nein, das geht natürlich nicht. Doch ein bisschen krank, wenn das gehen würde, ne? Ein bisschen sinnlos. Hey, ganz ruhig. Alter! Du gehst mir ein bisschen auf Zwirn, Junge. Zack. Nein! Jetzt sind wir gleich tot. Zack. Er kommt hier nicht in einem Schuss raus. Mann. Mal sehen, wie warm die Dinge rein sind. Du nervst, Junge. Mann. Was scheißt denn so laut? Gucken wir jetzt. Ich hoffe mal, das Leben füllt sich jetzt gleich wieder auf. Müsste aber eigentlich, ne? Ja, sehr schön. Nein, es füllt sich nicht wieder auf. Ach du Scheiße. Ja, dann geh doch mit deiner Großmutter kämpfen. Wenn du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Was ist ein Messer in den Rücken? Was bist du denn für ein Pisser, Alter? Das ist ein Fight Club und kein Tötungsklapp. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Mann. Ich werde dich gerne aufsetzen. Na komm.
Na, dann schneid mal. Schneid mal, Junge, schneid mal. Bam, 56er Promo, Promo, ja, eine Combo. Oh ja. Komm schon, die zwei Runden packen wir doch auch noch. Irgendwie. Oh, es wird aber ganz schön voll hier. Ja, es wird ganz schön voll. Alter, ein Schlag. Wir sind tot. Bums. Nein! Oh, das war scheiße, weil die beide gleichzeitig quasi gekämpft haben, ey. Also, die sind beide gleichzeitig quasi auf uns losgegangen. Ja, ist gut jetzt, Alter. Wie viele Finishing Moves will der denn noch machen? Ah, schade, schade, schade. Naja, ein bisschen Geld haben wir aber trotzdem gewonnen. Und ein bisschen... Wie viel haben wir denn gemacht hier? Ja, ein bisschen was haben wir geschafft. Ein bisschen XP, ein bisschen Kohle, das ist ganz lustig. Wir haben mal am Community-Event teilgenommen, haben wir bisher auch noch nie gemacht. Naja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin, tschüss! Ja, wir haben soeben an einem Community-Event teilgenommen. Haben es leider nicht ganz geschafft. Naja, aber was soll's. Am Ende ist es dann doch ein bisschen voll geworden. Aber ich würde sagen, das war ganz cool. Das kann man ruhig mal irgendwann wiederholen. Wir hören und sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Morgen 14 Uhr geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate. Ich hoffe, du bist dabei. Bis dahin. Ciao.